Hi, ich stelle euch heute das Buch Sivakas 4 vor. Steckbrief. Titel Sivakas 4. Autor Katja Brandis. Cover und Innenillustrationen sind von Claudia Karls. Verlag Arena Verlag. Genre Fantasy. ISBN steht da. Preis 14 Euro. Kommt halt drauf an, wo man es kauft. Altersempfehlung ist ab 10 Jahren. Seitenanzahl 336 Seiten. Und Erscheinungsjahr 14. Januar 2021. Person Thiago, Sherry, Finny, Lydia Lennox, Wave, Jasper und weitere Klassenkameraden von Thiago. Inhalt. Die Blu-ray Pike ist für Tigerhai Wandler Thiago zu einem zweiten Zuhause geworden. Zusammen mit Delfinmädchen Sherry und Rochenwandlerin Finny setzt er sich dafür ein, dass der Buckelwalwandler Wave als neuer Schüler aufgenommen wird. Aber ist ein Wal nicht viel zu groß für die Schule? Als Wave in der Welt der Menschen unbeabsichtigt einen Fehler begeht und mit dem Gesetz in Konflikt gerät, müssen Thiago und seine Freunde ihn um jeden Preis da raushauen. Dazu sind sie ausgerechnet auf die Hilfe der skrupellosen Anwältin Lydia Lennox angewiesen. Schon wittert die Python-Wandlerin ihre Chance, die Blu-ray-Hike ein für alle Mal unter ihre Kontrolle zu bringen. Jetzt lese ich euch eine Stelle vor. Als Jack Clearwater von der verpatzten Kampfstunde erfuhr, war er sauer. Auf uns! Leute, könnt ihr euch bitte benehmen? Schimpfte er uns in der Mittagspause, als wir bis zu den Knien im Wasser der Cafeteria standen. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, eine Seawalker-Lehrerin zu finden? Betretendes Schweigen in der Klasse. Dann sah ich, wie Juna aufstand, unsere Klassensprecherin. Es tut uns leid, sagte sie und gab ihr Bestes, um zerknirscht auszusehen. Wäre es denn irgendwie möglich, sie zögerte, Miss White zurückzuholen? Jack Clearwater Gesichtsausdruck veränderte sich. Nun sah er einfach nur traurig aus. Mir fiel wieder ein, dass er mehr als nur eine Lehrerin verloren hatte. Die Chancen stehen leider schlecht, fürchtete ich, sagte er. Findet euch bitte mit der Situation ab und verzichtet drauf, Miss Burnett, das Leben schwer zu machen, ja? Ich wollte mich nicht mit der Situation abfinden. Was für eine Chance hatte ich denn ohne Miss White Privatunterricht? Irgendwann würde mich wieder die Wut packen. Ich hatte meine Gefühle noch längst nicht perfekt im Griff. Außerdem fehlte sie mir. Meine Meinung. Das Buch ist sehr cool. Also man spürt auch richtig Emotionen drin. Also zum Beispiel, man ärgert sich, man freut sich. Und es gibt halt auch Leute, die man halt nicht so gerne mag im Buch. Und die man auch. Und es gibt Leute, die man halt mag. Außerdem lernt man im Buch auch mal was über das Meer. Das finde ich auch ganz cool. Bewertung, Text 5 Sterne, Idee 5 Sterne. Ich finde die Idee, also die ganze Reihe, eigentlich total cool. Spannung 4 Sterne. Also das Ding ist, dass es nicht immer nur so spannend ist. Bilder 5 Sterne, also die Bilder, die es gibt, finde ich, sind auf jeden Fall sehr gut gelungen und auch ganz süß. Und das Cover finde ich 5 Sterne, weil das ist auch ganz sehr, also das ist auch sehr schön gemacht. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's.